Yay, Billy Hatcher. So, der Sound scheint auch direkt zu passen. Was zum Teufel? Gut, ohne große Umwege jetzt direkt anfangen. Also wie gesagt, zwei Level oder so mache ich jetzt und dann wechsle ich wieder auf Terraria oder irgendwas anderes. Wobei, wenn Flo jetzt eventuell mir sagt, dass er Bock auf Nioh danach hat, dann kann ich danach auch auf Nioh wechseln. Ich bin jetzt für immer der Säbel. Warum bist du der Säbel? Oh nee, du weißt nicht Bescheid, ich heiße ab sofort Säbel. Was? Okay. War schon mal der Wolf. Ich finde die Musik auch sehr passend. Hm? Warte mal, warte mal. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Das Ei füllt sich, je weiter man im Spiel vorankommt. Okay, interessant. Nennt interaktive Dingens, Bumsens. Dateiauswahl. Ja, wie gesagt, also entweder jetzt zwei Level hier erstmal. Komm, Pirateninsel. Rette das weiße Huhn Uri Uri. Uri. Uri Uri, la la, Uri Geller. Oh mein Gott. Ja, und dann entweder wechsle ich dann auf Terraria. Oder wenn Flo Bock hat, noch auf Nioh. Ist nur eins, rette das weiße Huhn Uri Uri. Uka Uka. Heißt irgendein Vogel noch Uka Uka? Was? Billy, du musst auf mich hören. Das weise Huhn Uri Uri wurde von den Krähen durchsetzt und mächtig in ein goldenes Ei verwandelt. Uri Uri ist der Weise der Pirateninsel. Er ist für den morgendlichen Weckruf auf dieser Insel verantwortlich. Finde das goldene Ei und befreie den Weisen. Du musst dafür sorgen, dass es wieder einen Morgen auf der Pirateninsel gibt. Okay. Auch schon wieder so ein Mist. Nein. Ja, nein. Kann ich? Ey, okay. Okay. Habe ich die Münze jetzt trotzdem eingesammelt? Ich will, dass diese Münze mir gehört. Die Münze gehört mir, wenn ich sie eingesammelt habe. Okay. Easy. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich gleich mache. Kann man da irgendwie verkacken? Bestimmt. Ah, ich habe gesagt, ich bin der Tiger, weil Säbelzahntiger oder Säbel da besser klingt und Säbelzahntiger zu lang ist, heißt jetzt Säbel. Was doch, starke Leistung, Uni. Ja. Ich habe die Münze bekommen. Das ist eigentlich, das ist ein Unhund. Nice Hatch, oh. Pinguschnoops. Auch nicht. Ne, ist ein anderer Pinguschnoops. Oder? Nein, das ist wieder Wasserpinguschnups. Okay. Ich probiere ein Ei. Das Ding will ich haben. Oh, oh, oh shit, oh shit, oh shit. Ei frisst schneller deine Früchte. Hallo aus, Uni. Ja. Ist es eigentlich random in gewisser Weise oder ist das vorherbestimmt, was man bekommt? Wahrscheinlich vorherbestimmt, oder? Da ist eine Münze. Ich will diese Münze haben. Kann man mit den Eiern teilweise irgendwann gar nicht mehr? Ach so, ich hätte mir das jetzt kaputt machen können, wenn ich da jetzt... Ah, okay. Wenn ich jetzt mich damit dagegen rolle, dann hätte ich die Münze nicht mehr bekommen können. Oh, okay. Okay. Das war schon? Really? Okay. Oh mein Gott. Cracky hat die Kraft des Blitzes. Cool. Ich hab ein Fledermaus-Elektroaffen. Next Generation Pokémon. Uns ja fast Hebammen werden. Ja, weil ich so viele kleine Eier ausbrüte. So, mit dir habe ich noch nicht geredet. Dies ist die Pirateninsel. Es haben viele berühmte Piraten hier gelebt, obwohl die Piraten nicht mehr hier sind. Gibt es einen Schwarm unheimlicher Krähenmonster, die diese Insel aufsuchen. Cool. Halt. Achso, der ist doch da, okay.
Gut gemacht, Billy. Du musst dich beeilen und den Fluch der Weisen brechen. Pass auf, dass das eigentlich zerbricht. Achso, da muss ich jetzt mit dem Ei durch den Level irgendwie länger gehen als mit den anderen. Denn ist auch jemand eine Frucht, die will ich haben. Eine Erdbeere. Hallo? Erdbeere. Okay, natürlich. Okay, der erste Level ist ein Tutorial. Da krieg ich alles gezeigt vorher. Hier krieg ich das goldene Ei und jetzt muss ich es halt hier wirklich auch schaffen, die voll zu bekommen. Zum Ende vom Level. Denke ich mir zumindest. Also für den Rang muss man bestimmt die ganze Zeit die Gegner mit den Tieren machen, oder? Halt. Irgendwie. Ah ne, da ist die Münze. Warum sollte ich jetzt hier das Ei nehmen, wenn ich hier jetzt eigentlich mein goldenes Ei habe? Macht keinen Sinn, egal. Ach, muss ich... Ach, das Sonic-Ei ist nur im ersten Level und ich muss wahrscheinlich in jedem anderen Level aber die Münzen sammeln, kann das sein? Ich fällt gerade auf, dass ich schon 30.000 habe. Seit ich Mob bin, suchte ich dich ja förmlich. Das hast du vorher auch schon gemacht. Oh, come on! Wieso kann er nicht schwimmen? Nicht euer Kack-Ernst jetzt, oder? Oh. Ich meine nur, was... Ich meine, ich finde es ja schön, dass du zwar jetzt andauernd da bist, oder dass du oft da bist, oder viel da bist, und so weiter und so fort. Aber fühle ich nicht gezwungen, jetzt wegen den Mod-Rechten jedes Mal da zu sein. War der gerade auch schon da? Was zum... Was ist denn das für ein Kack? Also... Nicht, dass du dich dazu gedrängt fühlst, jetzt wirklich nonstop da zu sein oder immer da zu sein. Das sollst du jetzt ja nicht. Muss ich bitte. Naja, ich will die Früchte haben. Okay, ich komme zumindest heute besser mit der Steuerung klar als gestern. Habe ich eigentlich gerade die Tablette genommen? Oh, du Mistvieh! Lass doch mein Scheiß ein in Ruhe. Okay, ciao. Nee. Du sollst eigentlich. Ja, du weißt, wie es gemeint ist. Bin's will ich, wenn Billy. Ja. Ich nicht. Aber wenn Billy sich aufregt, dann habe ich Scheiße gebaut. Das gefällt mir nicht. Was zum Teufel? Ah! Wieso ist der so stark? Ach, okay. Ja, okay. Ich hab's gesehen, wie es funktioniert. Okay. Andere Idee. Ich bin gleich Game Over, wenn das so weitergeht. Der Boss war auch aber gerade eben noch nicht da. Definitiv nicht. Die komischen Früchte erstmal ruhig einfacher einsammeln können, finde ich. So. Jetzt nehmen wir ein anderes Ei dafür. Die Test war schon mal. Nein, nicht mit dem Ei. So muss mit dem. Kann viel zu lange seinen komischen Scheiß machen. Wo ist jetzt das Problem die ganze Zeit gewesen? Ach, Speedrennen konnte ich auch. Ja, weil du auch gestern den Reverse hattest. Ja, was habe ich gestern? Hatte gestern den Reverse? Achso, meinst du in der Steuerung? Oder was meinst du jetzt?
Ja, ich habe halt die Steuerung jetzt. Ich habe jetzt quasi rechts und links vertauscht und oben und unten vertauscht, aber es ist so deutlich angenehmer zu spielen. Also ja, Steuerung. Ja gut, also die Steuerung gestern war eigentlich richtig, aber die Steuerung halt hier Verketterung machen ist halt einfacher zum Spielen, finde ich. Jetzt aber springen. Diese normalen... Oh nein, das schmeißt nicht. Oh nein. Oh nein. Halt. Das machen wir hiermit. Weil kann ich nicht einfach... Fledermaus los. Affenfledermaus. Drachenaffenfledermaus. Oh mein Gott. Dass das doch kein Pokémon ist, wundert mich gerade. Wenn ich jetzt so mache, dann ist das doch schnell. Der Level müsste jetzt zu Ende sein, oder? Echt? Ja, gestern war die Steuerung richtig und jetzt habe ich sie quasi genau verkehrt herum. Das ist halt das Komische halt. So, er hat den Morgen gebracht. Ah, ich weiß nicht. Das Spiel wäre, glaube ich, ein bisschen geiler, wenn es nicht missionsabhängig wäre, sondern Open World. Ein bisschen zumindest. Danke für deine Hilfe. Ich bin Uri Uri, einer der sechs Weisen, durch deren Stimme die Sonne aufgeht. Arr, einer der Krähenbosse namens Kapitän Glurr überraschte mich und bevor ich zurückschlagen konnte, nahm er mich gefangen und verwandelte er mich in ein goldenes Ei. Billy, mein Junge, die Krähen haben außergewöhnliche Kräfte. Du musst vorsichtig sein. Oh, bevor ich es vergesse, hier, nimm dieses Emblem der Tapferkeit. Das ist ein Geschenk für deine Hilfe. Hier, nimm dieses Emblem der Tapferkeit. Diese Embleme geben die Hühner, den wahren Helden als Zeichen für ihren Mut. Ich weiß, dass es dir eines Tages sehr nützlich sein wird. Pass gut drauf auf. Oh Gott. Oh, das Game lohnt sich schon. Drei Zuschauer. Mir werden zwei angezeigt. Das sind wahrscheinlich du und Open World wäre ich. Ja, Open World sag ich ja. Wo ist das komische Water's Emblem hingeworfen? Ich hab nicht hingeguckt. Scheiße. Wahrscheinlich irgendwo hier über mir. Wie gesagt, wahrscheinlich du und Flo. Jetzt habe ich Flo wie Flo aussprechen wollen. Also F-L-O-W. Den Flo aufrechterhalten. Keine Ahnung. Oh Mann. Halt! Nein! Du hast Offline-Status. Ja, das, ich meine, ich habe gehört, dass es sowieso momentan recht viel rumbuggt, aber ich meine, ich achte eh nicht mehr so sehr auf die Anzeige mittlerweile. Also ich achte da zwar schon so ein bisschen drauf, aber da ich nie weiß, ob die Anzeige jetzt richtig ist. Das Geräusch von den Viechern ist das gleiche Geräusch, wie wenn ich mit Streamlabs disconnecte. Deswegen bin ich die ganze Zeit so verwirrt immer. So, was hast du zu sagen? Danke für deine Hilfe. Ich bin Uri Uri, einer der sechs Weisen, durch die schon die Sonne aufgeht. Ja, kennen wir alles. Nein, ja. Toll, ich weiß immer nicht, wo er es hingecastet hat. Egal. Der war wahrscheinlich oben auf dem Turm oder so. Das ist echt das gleiche Geräusch. Das ist so ein Abfuck. Weil ich die ganze Zeit denke, ich bin offline oder kriege irgendwelche Fehlermeldungen rein. Eventuell muss man bei dem Spiel auch weniger nachdenken. Kann das sein? Eventuell habe ich gestern zu viel nachgedacht drüber, was ich mache. Man muss einfach nur hin und her drücken und fertig. Je größer das Eis, desto mehr Damage mache ich. Geil. Bestimmt ein anderer Levelabschnitt. Nein, ich muss. Nein. Einmal Kikriki, Kukurugu. Kikriki. Yata. Okay, der Sprecher ist auf jeden Fall japanisch. Okay. Was zum?
Was ist der Kreis jetzt? Moment. Nein! Ach so, halt. Ich hab schon wieder vergessen, da war noch eine Münze. Waren jetzt aber nur 4 Münzen. Wo ist die 5. Münze? Wo ist mein Ei? Ich muss mein Ei durch die Gegend rollen. Eier rollen. Wo ist das Ei streicheln gehen? Wo ist das Ei? Nee, das wird halt auch nicht mehr besser. Will jetzt in dieses dämlich gelbe Ringding rein. Hier wohl für irgendwas da sein. Band. So, und jetzt? Es geht nur in die Richtung. Ja, back to... ja, back to the start, keine Ahnung. Good morning. Good morning. Mission cleared, okay. Dann war das jetzt? 11 Minuten, 8 Minuten bis zum eigentlichen Abschluss, ja. New Record. Fragen den nur? Ja gut, ich war zu langsam. Speichern, speichern, ja. So. Bitte Ebene wählen. Eine zum Piratenschiff. Ich habe alle 5 Münzen gesammelt. Oh mein Gott, ich brauche alle 5. Cool. Hat so ein bisschen was, keine Ahnung. Mario 3D World und Co. Kleine Level. Mit einer, ja, Main-Mechanik. Die Musik ist toll. Noch. Billy, dank dir ist er morgen wieder auf die Pirateninsel zurückgekehrt. Dennoch ist es zu früh, nachlässig zu werden. Kapitän Glurr, der Boss der Krähen, der versuchte, diese Insel an sich zu reißen, ist im Piratenschiff gefangen. Was? Beeil dich, du musst das Tor der Dunkelheit finden, Kapitän Glurr besiegen und den Frieden auf der Pirateninsel wiederherstellen. Also, ich meine, ich finde es zwar nett, dass man dem nur dazu gezwungen wird, in Anführungsstrichen, für die Story, nur 2 Level zu machen immer. Aber ich finde das ein bisschen Thema verfehlt, wenn es eh nur 30 Level gibt, dass man dann halt nur 2 pro Welt machen muss, um die Story zu spielen. Ich meine, oh, what the fuck? Wie soll man denn da alle Früchte bekommen? Indirekt ist es aber trotzdem nett, weil wenn man das Spiel halt nur storytechnisch durchspielen will, was jetzt mehr oder weniger viel Story ist, davon abgesehen, dann hat man nicht ganz so eine lange Zeit damit. Nein, 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 nein! Oh, jetzt mache ich dich dafür verantwortlich, dass ich jetzt auch nicht mehr rankomme. Okay, wollen wir mal jetzt... Oh gut, Herrgott. Wenn man auch 100% irgendwie erreichen will, dann muss man halt auch ein bisschen mehr noch tun. Man kann die Münzen sammeln in jedem Level. Und man kann halt alle Level immer abschließen. 2 Level für die Story und dann die nächsten halt... Wobei, wahrscheinlich kommt das dann darauf hinaus, dass man am Ende doch noch alles andere machen muss. Also sprich, dass man die restlichen Level in der jeweiligen Welt auch machen muss. Was zum Teufel? Ich bin super Huhn. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich jetzt fliegen? Ich friere Eier ein? Okay. Check ich nicht ganz, warum ich jetzt das Ei einfriere. Aber okay. Könntest du bitte mit mir reden? Danke, Billy. Ich habe nie bemerkt, dass das Licht der Sonne so viel Trost bieten kann. Ich finde es einfach nur geil, manchmal in die Sonne zu starren. Aber okay. Ganz selten mal, hin und wieder. Also gerade, ich brauche jetzt ein eingefrorenes Ei, damit es funktioniert.
klettere mit deinem Ei in diese Kanone und ziele auf die Flagge da drüben. Wenn du nicht richtig zielst, platscht, dann kannst du mit dem Fischen schwimmen. Achte darauf, dass du gut zielst. Der Trick ist, dass du genau über die Flagge zielst. Er sagt mir halt noch mehr vor. Aha. Warte. Links, rechts, geradeaus. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, dieses Geräusch geht auf den Sack. Ich kann das Ei gerade nicht erhöhen. Ich bekomme kein Essen, obwohl ich eigentlich Essen einsammle. Ich habe A gedrückt. Game over. Was? Billy ist gay geworden. Ja. So ungefähr. Weiß gar nicht. Weiß er schon. Ich meine, er spielt gern mit Eiern. Ich werde echt den... Was ist denn das für ein Kack? Wer hat bei dem Game Over wirklich einen Hauptbildschirm geworfen? Warum hat so ein Spiel ein Lebenssystem? Das macht keinen Sinn. Ich meine, gut, dass ich noch nicht viel gemacht habe, aber trotzdem. Es sind alles Ladescreens, die man sich sparen könnte. Oh Mann. Krieg ich wieder meine Nachricht? Ja. So. Platsch, platsch, platsch. Okay, okay, okay. Ja. Okay. Okay, zumindest habe ich jetzt dadurch die Chance bekommen nochmal. Ja. Eine Fluss oder was auch immer auf Zunge. Die goldene Münze zu bekommen. Also wenn ich was davon halten soll, dass man hier Dinger so schnell und so einfach hat. Ugu, Message. Also das war abends für das komische Ding. Ja, hier ist weitere Ei. Ach, kann es sein, dass wenn ich die Eier einfriere, dass sie nicht kaputt gehen können? Ich habe zwar keine Fähigkeit dadurch dann, aber... war trotzdem relativ knapp noch. Oh. Kann ich die Fähigkeit irgendwie auch wieder loswerden? Oh Mann, was habe ich denn noch? Nö, alle Knöpfe gedrückt. Es passiert nichts. Ich friere einfach nur das Ei ein. Okay. Was? Ja, was? Ich habe A gedrückt. Ja, jetzt ist mein Ding wieder weg. Nein, ja. Was zum? Igitt. Okay. Okay. Ja, wieder die Eisfähigkeit, oder? Nein, doch nicht. Hä? Witchy, Kräfte des Eises und der Illusion. Okay. Kann ich jetzt... Ich komme doch bestimmt irgendwie wieder daran. Oder auch nicht. Ja, nee, okay. Eventuell das nächste Mal ohne Ei darunter rollen. Könnte einfacher sein. Dann kommen wir wieder hoch. Da ist auch schon wieder ein Ei. Wie komme ich denn da schon wieder hin? Das Ganze wirkt halt so, als ob man irgendwie noch voll viele Fähigkeiten bekommt. Also Open World mäßig würde halt mit Ei. Ach so, so meinen sie mit Ei.
Komme ich mit dem Sprung weit genug wieder bis zum Anfang zurück oder nicht? Nee, komme ich nicht. Das Tor der Dunkelheit ist an der anderen Seite der Totenkopfhöhle. Du kannst die Kanone dort drüben benutzen, um dorthin zu gelangen. Du musst direkt über sein linkes Auge zielen. Warum bekommt man eigentlich alles hier vorgesagt? Mein Spiel ist für Kinder gedacht, aber trotzdem. Aber über sein linkes Auge zielen. Ihr habt nicht gesagt, wie genau über sein linkes Auge. Verteidigung. Es ist echt ein bisschen knapp. Wir messen immer. Es ist echt uncool. So. Groko. Nice Hatch. Chameleon. Ja, und sagt bald nicht, was das Chameleon kann. Das wird einen Grund haben, dass ich das komische Ei bekomme, oder? Gib. Hallo? Werd gerade um eine Frucht betrogen. So, krieg ich jetzt einen Kumpel? Achso, mit Ei bergauf laufen. Achso. Könnte man was sagen? Okay. Wollten die das, dass man das so macht? Jetzt habe ich mit der da hinten nicht geredet. Ey, du da. Der Körper der großen Stange, die den Weg nach vorne versperrt, ist mit dicken Schuppen bedeckt. Damit du überhaupt Schaden zufügen kannst, muss sie wahrscheinlich eine Bombe verschlucken. Halt nach einer Bombe mit Hühner-Emblem Ausschau. Vielleicht kannst du die Stange mit einer Hühnerbombe besiegen. Hühnerbomben ge... Was? Jagen wir hinter Feinden her. Nachdem sie geworfen wurden. Sie hat aber die Bombe aufgegessen. Jetzt das einnehmen. Ich meine, ich war ja schon an ihr vorbei. So ist ja nicht, aber... Oder muss sie die essen, damit sie Schaden nimmt? Und ganz verstehe ich das gerade nicht. So. Oh, scheiß drauf. Ah, das Tor Dunkelheit ist direkt an dem Ausgang dieser Höhle. Okay. Oh, ich hatte Angst. Achso, ja gut. Habe ich nicht noch irgendwo eine Münze übersehen? War nicht. War irgendwie doch. Aber okay, egal. Nein! Oh. Ja. So. Es ist übernommen. Ja. Durch das Ei.
Nee, ich check das nicht, egal. Einfach weitergehen. Einfach ignorieren. Juhu. Au. Irgendwie? Moment. Hier sind überall diese ganzen Riesviecher. Müssen wir die Schlange ausbrüten? Nee, mein Plan war eigentlich die Schlange von innen heraus zu zerstören, aber das macht ja keinen Damage und von außen macht es auch keinen Damage, weil sie ja mit Schuppen gepanzert ist. Also irgendwie. Hm. Okay, Gegner sind doch ein bisschen einfach platt zu machen, wenn man sie erstmal trifft. Da fliegt eine Wassermelone in der Luft. Hier gibt es kein anderes Ei, oder? Ich muss jetzt mit dem Ei da rein. Okay. Das wirkt irgendwie falsch. Okay. Au. So, aktivieren wir mal das. Ja, nein. Kukuruku. Aua. Ich check halt nicht, wann ich welche Fähigkeit bekomme. Ih, die Kanone ist ja feindlich. Igitt, wieso ist sie feindlich? Okay. So. Da war eine Münze. Boing. Drück auf diesen Schalter, um die Tür zu öffnen, das Tor dunkel. Aha. Da ist es. Bitte, Billy, sei so vorsichtig. Ach, Gott, meine Güte. Billy, sei dort draußen vorsichtig. Bin ich nicht überall hier draußen? Also das. Ah, so krieg ich das so auf. Ach so. Okay. Kann ich noch irgendwas machen? So, B. Dies Tor der Dunkelheit da drüben führt zum Piratenschiff, auf dem sich Kapitän Glure versteckt. Kapitän Glure, er ist gewaltig und machtvoll. Aber weißt du was, Billy? Ich weiß, dass du ihn schlagen kannst, du musst gewinnen. Mhm. Okay. Eigentlich müsste er alle paar Male gegen diese Latte unten schlagen, aber lass mir einfach mal glauben, dass er es nicht tut. Mein Kopf steckt im Ei. Nein, das ist doch eine Indoor-Spielerscheune. Siehst du das nicht? Ja. Damals fand ich so eine Indoor-Dingens ganz nett. Bei uns gab es das Sternenland. What the fuck? Ich dachte, er ist da drinnen eingesperrt. Warum ist er jetzt da draußen? Ich will erst noch mal ein Ei groß machen. Ich muss dicke Eier bekommen. Wer hat genug gekotzt? Was? Er kann den massiven Boden zu Wasser machen. Und da drinnen rumhüpfen. Was? Dein Ernst? Ach man, er lebt noch. Kann ich da durch? Achso, ich kann natürlich auch einfach mal meine Skills nutzen. Okay. Kämpfe sind interessant. Oh.
Kann ich dich auch jetzt treffen, wenn du unsichtbar bist? Bin mir gar nicht sicher. Ersetzt die Platscher-Dinger immer gleich, oder? Ich habe gerade ein leichtes Neo-Déjà-vu. Mit dem komischen Umibozu. Mein Eis war kaputt. Oh no. Das ist ein Anglerfisch, irgendwie. Den sie darstellen wollten. Okay. Und zwar das Sensapolis. Ja. Eier sind schön. Die schmecken auch so gut. Ja. Bin gar nicht mehr so ein großer Ei-Fan eigentlich. Kommt drauf an. Hin und wieder. Kann ich. Ich kann das Ding nicht einsammeln mit einer Hand. Okay. Vision cleared. So. Besiegt 16 ausgebrühte 2. Driver, Dunk, Shoot, Tame, Hedge. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, eigentlich erst den Weißen retten, durchs Level durcharbeiten und dann in der 5. Mission den Boss. Das hätte ich verstanden. Ach so, die Wüste ist das letzte Dingens. Okay, und in der Wüste passiert dann irgendwie die finale Welt oder sowas. Okay. Man aktiviert quasi das Besiegen der Bosse da, die ganzen Plattformen. Ah. Alle 100 Jahre wird Schwarzer Rabe, der König der Krähen, wiedergeboren. Er ist die Ursache des Bösen, das uns gefangen hält. Anscheinend plant er, alle Weisen zu fangen, damit wir die Sonne nicht aufgehen lassen. Er versucht, die Welt nie in ewige Nacht zu hüllen. Ohne Tag wird die Dunkelheit die Herzen aller Lebewesen erobern. Gott. Und die Welt wird vom Bösen regiert. Das ist sein ultimatives Ziel. Das darf nicht passieren, Billy. Du musst die anderen Weisen retten. Halte den schwarzen Raben auf. Der Timer lief weiter. Ich fühl mich verarscht. Okay. War im Ernst, also ich meine, gut. Dino Mountain. Ich meine, man kann das so machen, aber warum muss man nicht alle Level vorher abschließen? Das fühlt sich so falsch an, einfach nur 2 Level zu machen und dann weiterzugehen. Weiß nicht. Hack Gallery. Zeigen. Ich will wissen, was komische Gockelhahn-Dingens gemacht hat. Der Hahn kam. Die Liane. Zeigen. Eiskamm. Benutze Eier aus Eis. Ach so, okay. Habe ich gemerkt. Nein, ich wollte. Ah, verdammt. Wo ist die? Mach halt alle 5. Ja, wie gesagt, ich wollte mir das ja offen halten, ob ich eventuell nur die Story mache und dann sage ich es gut oder ob ich jetzt alle Missionen mache. Wenn ich alle Missionen mache, dann muss ich auch noch alle Münzen sammeln. Und ich wollte eigentlich keinen 100% Run machen. Eigentlich zumindest nicht. Das war Ziffer. Das war Klippen. Ecky. Richie. Chameleon kann dich unsichtbar machen. Okay. Tiger zerbricht alle Eier außer deinem. Schmetterling baut für Gesundheit wieder auf. Baut viel Gesundheit wieder auf. Baut etwas. Achso, die Größe und die Farbe. Ah. Küchenbombe, jagt dein Opfer. Hätte ich die von weiter weg eventuell werfen müssen. Eventuell. Hühnerkostüm. Das ist Uri. Hühnerältesten. Ja. Okay. Ich meine, du weißt schon, dass das Spiel eigentlich eine jüngere Zielgruppe ansprechen wollte. Du darfst das nicht zu Anspruch. Ja, ich weiß, dass es. Allein von der Aufmachung her, ja schon. Aber wie gesagt, wenn es sowieso nur 5 Level gibt pro Welt, warum muss man dann die Welt schon nach dem ersten und zweiten fertig haben? Warum macht man nicht einfach dann
Wie, gerade für jüngere Kinder, die halt nicht ganz so oft neue Spiele haben. Ich meine, ja, sie können natürlich danach noch die Level machen, aber denken sich ja geil, ich hab's Ende gesehen, ich habe jetzt keinen Bock mehr vielleicht. Und 13 war was? Und 13 war galt noch nicht jeder 7-jährige Gamer. Ja, gut. Kommen wir dazu. Forest Village. Geheime kleine Waldhütte rette. Wie habe ich denn jetzt die Münzen gesammelt? Hier fehlt mir eins. Wettkampf mit König Klippen. Ja, ich könnte ja auch mal jetzt einfach mal. Ich gucke mir jetzt auch mal eine Mission 3 hier an, wie die aufgebaut ist. Ob das einfach nur eine neue Oberwelt ist, wo man durchlaufen kann oder nicht. Oder ob die ganzen normalen Abschnitte jetzt irgendwie weiter offen geöffnet sind. Und quasi jetzt mehrere Abschnitte aus den letzten Abschnitten sehen kann. Ah, okay, da wird direkt gesagt, da ist so ein Ding und das kann man dann einsammeln gehen. Okay. Also quasi ein ganz normaler Level, den man machen kann. Auf freiwilliger Basis. Ah. Okay. Wobei, nee, warte mal. Den Abschnitt hier hatte ich doch schon, oder? Den gab's doch schon. Bei mir vorher, ja, oder? Doch, den gab es schon, den Abschnitt hier. Okay. Also man geht in die alten Abschnitte auch nochmal teilweise rein. Nur man hat wahrscheinlich jetzt andere Ausgangswege, die man nehmen kann oder nehmen muss für die Mission. Also es ist Pseudo-Open World. Pseudo, weil es ist kein Open World, aber man hat die gleiche Oberkarte, die man dann in mehreren Richtungen ablaufen kann. So ein Prinzip mag ich eigentlich. Das ist das normale Mario 64 Prinzip. Scheint mir zu gefallen. Es ist nett, ja. Hallo? Ja, folgt mir schon, okay. Wie gesagt, es ist halt so ein bisschen wie so ein Mario 64, was man nebenbei so spielen kann. Eine Stunde oder so. In der Nähe des einsamen Hauses, direkt hinter diesem Wald, sah ich ein rotes Licht. Das Haus soll verlassen sein. Das macht mir Angst. Haben die eigentlich alle Windeln? Oder warum? Ja. Also du warst der Wassertyp hier, genau. Kannst du? Irgendwie fühle ich mich jetzt, als ob ich cheaten würde. Genau, warte mal. Ah, genau, und da war die Rutschpartie und da war auch die Münze beim letzten Level. Genau. Kann ich eigentlich erkennen, wie lange mein komischer Pinguin mir hilft? Eine Lebensanzeige oder so? Okay, okay. Ich hab mich gesoftblockt. Das Geräusch, wenn er irgendwie das Ding wirft, das klingt wie PK, also den kennst du dann Earthbound-Charaktere in Smash Bros. PK Thunder, PK Frost. Wenn ich mich nicht irre, wolltest du nach 2 Leveln auf Terraria changen. Ja, wollte ich auch. Eigentlich, aber ich hab's halt nur eine halbe Stunde jetzt gespielt. Eine halbe Stunde jetzt das Spiel einwerfen lohnt sich halt auch nicht. Oder wie lange spiele ich es jetzt? Warte, wann habe ich gerade gesagt, habe ich aufgeschrieben? 1 Stunde 28. Okay, eine Dreiviertelstunde spiele ich es jetzt. Also kommt das ganz gut hin für 2 Level immer. Ich mache jetzt noch diese hier, diese Mission. Weil ich wollte ja gucken, wie sich die Mission 3 dann aufbaut. Aber im Endeffekt ist Mission 3 eigentlich... Ja, es ist die gleiche Oberwelt wie der Level davor. Nur, dass man... Ich habe mir jetzt die Münze verkackt, oder? Nee. Keine Münze. Nur, dass man halt jetzt Alternativwege nimmt. Es ist halt nett. Was? Wie und warum ist die jetzt gestorben? Mach ich so auch Damage? Nice, Dank. Ja.
Ja klar, Windeln sind Spaß, so süß, so wie Küken oder kleine Buben in Hühnerkostümen. Ich finde Windeln ehrlich gesagt nicht süß, aber okay. Okay, jetzt habe ich Feuer. Habe ich Feuereier. Kann ich jetzt... Nee, die Fackeln kann ich trotzdem nicht anmachen, oder? Ganz blöd gefragt, nee. Ah, hier ist eine Münze. Wo kann das sein, dass eventuell die Missionen jetzt sogar größer werden? Mit Mission 3 und 4? Kann sein. Zack. Ist noch irgendwas? Oh Gott. Dass man immer so viele verschiedene Eier hat, ist so ein bisschen nervig. Weiß nie, welche Eier ich nutzen will. Hab ich jetzt echt keinen einzigen getroffen? Wow. Was machst du jetzt? Du bist Ziffer. Voll wie frisch. Wenn ich jetzt den nehme, bleibt der Pinguin da stehen? Ne, er haut komplett ab, okay. Warte mal, kann ich? Ne, ich kann die Fackel nicht anmachen, okay. Wäre jetzt interessant gewesen, ob ich die Fackel hinter anmachen könnte. Ich habe zum einen nichts gesehen und zum zweiten nette 2D-Textur da unten. Piu, piu. So. Ach so, das sind Kanonen und dann kann ich A. Also ich brauche jetzt auch den Ziffertypen hier damit. Warum heißt der eigentlich Ziffer? Wahrscheinlich ist er im Englischen Cypher und die haben gedacht, man muss ihn mit Ziffer übersetzen im Deutschen. Das könnte ich mir vorstellen. So, hier ist Cypher in Gravity Falls. Nein, ich will sprechen. Sprechen. Habe ich noch einen Skill eigentlich mit Y? Könntest du bitte anhalten und mit mir reden? Direkt hinterm Wald treibt sich ein Krähenschwamm herum. Sei vorsichtig, wenn du in diese Richtung gehst. Okay, nee, ich habe keinen Y-Angriff. Okay. Ja, falscher Knopf. Scheiße. Okay, wenn ich jetzt Game Over gehen sollte, weil ich jetzt die ganze Zeit Bullshit mache, dann mache ich den Level doch nicht mehr zu Ende. Das spare ich mir dann doch für dann auf, wenn ich die Level machen sollte, falls die Story dann durch ist. Ah, halt, halt. Das Misttun hat gerade mein Ei runtergekickt. Miau. Hier, man kann die Gegner einfach umrollen, man kann aber auch die Dunks machen für einen höheren Punktestand. Das ist interessant. Was bist du für ein Vieh? Das sieht aus wie ein Pokémon. Piep, piep! Oh Billy, ob ich wohl jemals so gut wie Oma Oma werde? Ich würde so gerne mit meiner Stimme den Morgenruf machen. Aber so sehr ich es auch versuche, ich kriege mein Kikriki einfach nicht richtig hin. Ich muss wahrscheinlich noch etwas üben. Aber im Ernst. Wer ist auf die Idee gekommen für das Spiel bei, das war gerade in dem Intro. Dieses Game würde mich dann echt interessieren. Ach, Y ist dann die Passive, okay. Y ist der Passive-Skill.
Oh. Strong Dunk. Okay. Interessant. Es ist Chameleon. Okay, will ich gucken, was das macht. Keine Ahnung. Das Tanzapfen-Ding macht gar nichts. Die wahrscheinlich killt's Gegner. Ich find's ein bisschen blöd. Oh, was zum. Oh! Oh! Es rüstet mein Ei mit Stacheln aus. Okay. Warte, das ist ein Wasserei, oder? Da ist doch bestimmt jetzt der Pinguin drin, oder? Ja. Ah, so lang. Okay, Y ist quasi Passive-Ei-Typis. Und X ist Active-Typis. Aha. Mir fehlt ein Ei. Brauch ein Ei. Ich hab kein Ei. Da hinten ist ein Ei. Legendary Chicken. Ich fand das nicht toll. Der hat mir meinen Ziffer geklaut. So. Und wenn ich ein Tierchen ersetze, dann habe ich ja gut. Ich ersetze sie einfach. Achso, aber die. Ach, die Kasse fällt aber auch nicht immer an. Die hat eine begrenzte Zeit. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich hätte schon sehr viel mehr Münzen finden müssen. Aber ich sehe keine. Au. Okay. Böse Riesenbiene. Interessant. Jetzt geht das runter, okay. Da ist noch eine Münze. Da komme ich doch nie im Leben ran, oder? Ach, halt, Moment, Moment, Moment. Was ist, wenn ich... Meine Idee war jetzt, das Ei darüber kicken. Okay, das funktioniert auch nicht. Okay. Ich habe zwei Ideen. Damit fliege ich ein bisschen mit dem Jump. Oh, Ei bleibt hier. Wie gesagt, die erste Variante wäre. Es funktioniert, okay. Sehe ich, wie viele. Vier Münzen habe ich. Wo ist die fünfte Münze? Ich bin ja schon am Ende vom Level. Wo ist die fünfte Münze? Eine war da. Zwei waren jetzt hier. Come on, gib mir jetzt 100%, wenn ich schon so weit bin. Ich würde es nicht machen, wenn ich hier irgendwo ist. Ich kann dadurch nicht zurückhüpfen. Ich kann durch diese komischen blauen Ringe nicht rückwärts hüpfen. Ich habe doch den Level geschafft gehabt jetzt. Ach komm. Und das nur, weil ich jetzt die fünfte Münze suchen wollte. Voll leck mich drum Arsch. Saufen. Bin gerade frustriert, lass mich. Ich bin frustriert. Ja. Ja, komm, jetzt gehe ich in den ersten Level rein und suche da die beiden, die ganzen Münzen. Dann komplettiere ich jetzt zumindest die ersten beiden Level noch schnell. Sollten ja nicht so lange dauern. Eigentlich.
Level 3 ist jetzt gerade Frustfaktor zu hoch. Das kann mich mal. So, wo sind die fucking Münzen? Ach so, ich muss die Level am... Ach Gott, ich muss jetzt echt den Level erstmal meinen Links holen. Okay. Ich muss jetzt echt dem Tutorial folgen. Ist ekelhaft. Yay, Hühneranzug. Aber warum ist der Hühneranzug eigentlich teilweise blau? Haben Hühner blaues an sich? Das ist der komische Rabenkönig. Interessante Geräusche gibt auf jeden Fall von sich. So, gucken wir nach Münzen. Hinterm Wasserfall ist auf jeden Fall eine Höhle. Das sehe ich. Okay. Interessant. Es existiert auch noch ein Clip davon. Verdammt. Ich meine, hey, zumindest kriege ich so mal ein paar Clips zusammen. Oh Mann. Kann man später irgendwie fliegen, wenn man darüber kommt? Aber wo sind die Eier? Oh, ich bin um 16 Uhr aufgestanden. Heute darf und kann ich nicht müde sein. Aber gut, die Tablette hat geholfen. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Hier ist das Gute. Moment. Hat aber das Ding vor. Okay. Zack. Eierschalter. Brauchst erst das Lied. Music. Kannst du mir bitte verraten, wie hoch dein Delay mittlerweile ist? Den Legendary Chicken Suit habe ich seit bestimmt 3 Minuten oder so angezogen. Oder hast du dich jetzt auf irgendwas anderes noch bezogen? Das ist mich gerade leicht verwirrt. Du bist, glaube ich, 3 Minuten oder so versetzt zu mir. Moment. So. Ich meine, ja, du bist zwar am Handy oder wo auch immer gerade. Und der Delay ist ja halt irgendwie da höher. Aber trotzdem, irgendwie, das ist jetzt gerade ein bisschen abnormal hoch gewesen. So, hier ist das Sonic ein. Das kriegt man erst einmal in allen Leveln, die Münzen hat. Interessant. Kann ich die Tür aufmachen? Nee, kann ich nicht. Slam, dunk it in sehr. War das jetzt gut oder schlecht? Mit dem Bounce Jump. Ja, ja, nehmen wir alles. Digga, das war gerade locker über eine Minute. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, im Stream ungefähr so 2 bis 3 Minuten teilweise kam das schon hin. Ach, okay, wobei, nee. Vielleicht, weil du, nee, macht auch keinen Sinn. Wenn du das Ding geklippt hast,
Dann müsste er den Stream ja automatisch neu laden. Außer er hat den Stream pausiert in der Zeit und dann automatisch aufgenommen. Das könnte sein. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie sich das am Handy auswirkt, das Clips erstellen. Am PC wird, glaube ich, ein neuer Tab geöffnet. Oder man kann einen neuen Tab öffnen. Ich weiß nicht, wie die Twitch-App das regelt. Ich kann mir vorstellen, dass die Twitch-App den Stream pausiert. Genau. Das macht sogar Sinn. Wenn du den Clip erstellst am Handy, pausiert die Twitch-App den Stream für dich, damit du, wenn du den Clip fertig hast, weitergucken kannst. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich sogar so. Ich meine, es ist nicht verkehrt, dass du dann halt den Stream an der Position weitergucken kannst, wo du aufgehört hast, aber zum Thema Delay ist es so ein bisschen hardcore. Warte, halt. War nicht hier auch irgendwo eins? Achso, die schon eingesammelten Münzen. Die sehe ich hier gar nicht mehr, kann das sein? Wenn ich schon mal Münzen eingesammelt habe, dann sehe ich die nicht mehr. Kann das sein? Das kann sein. Okay, das macht das Ganze sogar halbwegs einfacher, wenn man nicht die Münzen anderen doppelt und dreifach suchen muss. Auf andere Art und Weise habe ich, glaube ich, zwei Münzen, die hier fehlen. Eine hängt an der Luft, das sehe ich. Aber... ah, fast. Ich schaue gerade nur in deinen Stream-Chat, denke mir so, was sind deine Nachrichten? Meine Nachrichten. Ja, das ist toll und doof zugleich. Wenn ich halt mit über Moment XY chatten will und du bist aber schon zwei Level weiter bist. Ja. Ich meine, in dem Sinne war das jetzt für dich praktisch, dass du es gesehen hast, bevor ich es im Chat geschrieben habe, weil ich den Chat halt eingeblendet habe. Aber stell dir mal vor, es wäre jetzt Terraria gewesen. Und ich habe halt den Chat nicht drinne in Terraria. Den Chat habe ich halt nur bei den 4:3 Spielen hauptsächlich drinne. Hier, Level. Hier sind halt so viele verschiedene Level-Aspekte, noch, die man eigentlich sich angucken könnte. Aber wie gesagt, irgendwie. Jetzt habe ich erst 4 Münzen. Wo ist die 5. denn? Wo ist die 5. Münze? Gibt es keine 5. Münze? Kann ich. Nein. Den komischen Dash kann ich mal öfter nutzen. Alter, kann ich mit dem Dash da das Tor aufbrechen? Ne, kann ich nicht. Okay, zumindest habe ich jetzt die Steuerung halbwegs drin. Wenn man die Steuerung erstmal so ein bisschen kann, dann ist das Ganze ein bisschen einfacher zu spielen. Hm, kommt mir bekannt vor, war bei Nioh genauso. Kaum konnte ohne die Steuerung von Nioh, ging es doch einigermaßen gut voran. Ja. Hashtag. Aber wo war dann jetzt bitte schön? Wo ist die 5. Münze hier in dem Level? Ich meine, zurück kann ich jetzt eh nicht mehr. Aber... hä? Ich will jetzt nicht nochmal in den Level reingehen. Wir sind wie in Mario, wenn man da die 3 Sternmünzen sammeln muss. Nur, dass es hier sogar 5 sind. Wie viele Eier braucht der schön? Wo ist das Ei hin? Hä? Wie kommt das Ei hier hinten hin? Nur so rein aus Prinzip. Und ich glaube, ich hatte gestern einfach wegen den Kopfschmerzen extrem schlechte Laune teilweise. Okay, das ist also wirklich eine große Levelumgebung, wo man dann aus verschiedenen Startpunkten ausruhen kann. Okay, gut zu wissen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, Symbol der Tapferkeit.
Aber ja, doch, das Gameplay ist schon ganz nett an sich. Man hat ein paar verschiedene Fähigkeiten mit dem Drachen, mit dem Tierchen. Gut, Gegner sind jetzt relativ einfach zu besiegen, normalerweise, wenn man sich zu blöd anstellt. Aber wenn wir als Zielgruppe ungefähr so, ja, keine Ahnung, 6- bis 12-Jährige nimmt oder 6- bis 10-Jährige, da ist das schon ganz, ist schon doch recht schwer dafür. Ja, Rang D. Mir fehlt immer noch eine Münze. Good morning, ja. Weißt du, in gewisser Weise bekomme ich jetzt doch Lust dran, so ein bisschen auf 100% zu machen. Weil wenn man erstmal die Steuerung drin hat. Wo ist die verfickte letzte Münze? Ich geh jetzt nochmal da rein. Good night, good morning, good evening, good afternoon, good dawn, good, ja. Dawn ist until dawn, ja. Der Morgen halt. Aber was ist jetzt nochmal dann in dem Moment? Was? Achso, ja. Wieso kann ich den jetzt nicht so schnell skippen wie die anderen? Okay, irgendwie doch. Ach, diese komische Glocken. Achso, wenn der Gott mit mir redet, das kommt automatisch. Ah, lass mich raten. Ich habe hier vorne jetzt gerade irgendwie so einen Haufen übersehen und habe dann da die Münze nicht bekommen. Das kann sein. Die Münze muss ja irgendwo hier am Anfang jetzt sein. Kann ich die Sequenz skippen? Nee, kann ich nicht. Das wäre in gewisser Weise ist auch ein nettes Spiel, glaube ich, für Speedruns oder Highscore-Jagd. Also Highscore kann man ja sowieso machen. Und im Gegensatz zu Sonic Adventure 2 ist das Spiel nicht ganz so asozial, was Gegnerhorden angeht. Und die Steuerung ist im Verhältnis ein bisschen genauer. Also nicht ganz so schwammig vielleicht. Eigentlich müsste ich irgendwann mal Sonic 100% spielen. Eigentlich. Hier irgendwo. Nee, hier ist keine Münze. Weißt du noch rein zufällig, wo die letzte Münze hier in dem Level ist, Music? Oder hast du es nicht mehr so sehr im Kopf, wo genau alles ist? Wenn du überhaupt 100% gespielt hast. Ich kann mir halt vorstellen, dass da hinten auf der Insel was ist, aber ich komme doch da nicht rüber. Hier ist definitiv ein anderer Level, Spawn. Vielleicht, wenn ich ein bisschen so mache. Genau, ich war noch immer nicht in dem Haus da drin, kann das sein? In dem Haus war ich noch nicht drin. Kriege ich das Haus da auf? Hm. Kann ich nicht sagen. Ja gut, entweder ist es lang her oder halt nie 100% gespielt. Das ist ein bisschen blöd. Okay, dann gucke ich weiter. Kann ich... Ja, so mache ich das Gitter runter. Kann ich denn das Fenster hier rein? Ne, kann ich nicht. Sehe es nicht. Nee. Das auch nicht. Das klappt schon mal nicht. Und darüber fliegen schaffe ich auch nicht. Definitiv nicht.
beim Spawn war ich, da oben war ich auch. Halt. Okay, auch nicht. Okay. Sah kurz so aus, als ob das wäre. Wo ist die Münze? Sorry. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine, notfalls kann man es auch nachlesen online irgendwo. Aber ja, sie mit den Kodamas in Nioh. Ich halt auch nicht nachlesen unbedingt, wenn es nicht sein muss. So. Gut. Dieses Sonic Eye. Der Dank zählt aber auch nicht immer. Was zum? Okay. Das Tor auf wieder. Aber nach dem kommt doch schon wieder des Dingens. Nee, bis zur Insel von hier aus komme ich auch nicht hin. Geschweige denn hinter den Wasserfall. Ich sehe hier auch nichts sonst. Höchstens hier jetzt noch. Ah, Moment. Da. Da ist die Münze. Habe ich da jetzt gerade die Kisten kaputt gemacht dafür? Oder muss ich... Halt. Okay, hab die fünfte Münze. Hab sie. Da kannst du ja mit der Eisfähigkeit von über Wasser laufen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, mit der Eisfähigkeit könnte man eventuell... Ja, doch, würde Sinn machen. Dann müsste ich aber in einer anderen Mission hier nochmal eine Eisfähigkeit bekommen. Das könnte funktionieren. Und mit den Feuerdingern könnte ich halt theoretisch, keine Ahnung, Eis kaputt machen. So. Ah ja, drüben Käfig. Mhm. Mama. Jetzt das Ei weggekickt. Ich wollte es nicht einsammeln, ich wollte das. Nein, ich will das Golden Ei. Okay, dann habe ich den ersten Level jetzt dreimal geschafft, dreimal gemacht und ich habe jetzt auch alle Münzen. Okay, das Essen einsammeln ist immer noch so ein bisschen nervig, das ist ein bisschen squishy. Aber es geht auch ganz... Im Groben und Ganzen ist es noch okay. Esse, mein Huhn. Esse. Okay, aber das Gameplay habe ich jetzt halbwegs drin in die Steuerung. Das macht es ganz deutlich angenehmer zu spielen. Ja, ja, dann, dass du mich gerettet hast. Mhm. Ja. 6 Minuten 40. So, jetzt haben wir es genau eine Stunde gespielt. Oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben es ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt. Will ich jetzt noch... Rang D. Geil. Da mache ich jetzt noch den zweiten Level mit allen Münzen oder nicht? Weiß nicht. Hm.
Den habe ich ja sogar mit. Okay. Ja. Bis zum 3 hätte ich eigentlich ja geschafft. Ja, komm. 8 Minuten habe ich beim Blind Run gebraucht, von daher. Sollte gar nicht mal so schwer sein. Genau, und das ist der gleiche Levelabschnitt, nur dass man irgendwie jetzt ein bisschen anders anfängt und keine Ahnung. Your Decision, yay, yeah, ja. Das ist immer so schwer als belegen. Wenn ich gerade erstmal so bei dem Spiel im Rhythmus, im Flow drinne bin. Ich bin da vernünftig hochgesprungen. Aber okay. Ah, und da ist nämlich das Ende vom ersten Level. Und da hinten ist das Dorf. Genau, und hier macht man diese Rolle. Dann landet man hier, dann hat man da nämlich... Oh, in der Rutschpartie war nämlich... Genau. In der Rutsche war... Die Dingens. Die Münze. Der Blick. Ja... Wenn ich will, kann ich ganz lustige Sachen machen. Ich kann ganz lustige Blicke bringen. Nur wenn ich möchte. Meistens versuche ich mich halbwegs normal zu benehmen, aber... Ja, ja. Ich habe die Münze aber. Ziel erreicht. Drei Münzen. Okay. Ich habe die Münze. Das ist mein Ziel. Dass man jetzt aber Leben hat, ist okay. Das Prinzip von Leben ist ja ganz nett eigentlich, weil dann, wenn man jetzt richtig Kacke baut und Scheiße spielt, dann wird man halt bestraft, dass man halt den Level von vorne machen muss. Aber dass man halt immer wieder so ein Hauptscreen zurückgeworfen wird, ist halt ein bisschen umständlich. Hätte nicht gemusst. Wollt ihr mich verarschen, dass mein Ei jetzt da oben auf halbem Weg liegen? Wow. Okay. Das ist jetzt ein persönlicher Angriff auf mich mit meinem Ei. Er hat mein Ei damaged und dann hat er auch noch mein Ei liegen lassen. Kann er nur. Die Kraft meines Eis. Weißt du, wo der Mittelfinger kam, war es einfach perfekt. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich ihn heben wollte oder nicht. Das kam mir spontan in den Sinn irgendwie. Ein richtiges Fuck you war das vom Spiel. Warte, was? Moment. Ich wollte gerade sagen, ich komme noch an die Münze ran. So, 4 Münzen. Und da schieße ich mich hier nur rüber. Die Gegner einen Damage geben ist relativ einfach sogar in dem Spiel, kann das sein. Wo ist das blaue Ei jetzt hin? Wo ist mein Pingo-Schnups? Da ist ein Pingo-Schnups. Zack. Ja, ja, ich weiß, dass ich... Tutorial-Level halt. Wow, Kohlensäure. Oh, da. So. Nein, das ist nicht mal das blaue Ei. Das ist das falsche Ei. Da ist das blaue Ei. Aber das ist ein normales blaues Ei. Och nö. Problem bei Klippen ist, nur ich verpasse entweder Inhalte oder bekomme einen unterirdischen Delay. Ja, gut.
Das kommt halt immer auf das Spiel an. Also wenn es jetzt so Smite ist als Beispiel, da kann es da ruhig mal 2 Minuten oder was da passen. Das fällt nicht auf. Weil wenn du jetzt sowas hast wie das hier. Gut, da kannst du auch nicht viel verpassen in gewisser Weise. Wenn man es kennt. Aber wenn es jetzt ein Story-Spiel wäre, dann könntest du doch schon ein bisschen mehr verpassen, glaube ich. Da habe ich keinen Eimer hier oben oder was? Fuck, wie respawned? Ja. Wie man es auch macht, man macht sich richtig. So, zack. Nein. No. So. Nein, ja, ich wollte jetzt wie in ja, anderen Spielen in der Luft noch weiter schweben. Ja, ja. Da ist das Küken. Ne, da ist doch schon das Levelende. Und da oben ist der Weg nämlich vom nächsten Level. Hä? 4 Münzen. Fehlt mir denn jetzt schon wieder die Münze? Mit dem blauen Ding komme ich da auf die Plattform, mit dem komme ich auf die Plattform. Und weiter. Dem schieße ich mir auch nur hier rüber. Habe ich noch weiter am Anfang jetzt eine Münze wieder übersehen oder was? Muss ja. Oh. Nur Shoutout ausschreiben. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Ich habe den Befehl nur eingebaut für Flo, weil er den anderen nutzen wollte. Interessanter erster Boss. Außer seine Defense-Schicht jetzt auf. Okay. Jetzt kotzt da Wasser durch die Gegend. Damit das Gras da oben ist. Und er wieder. Ja. Wie gesagt, der ist irgendwie interessant. In gewisser Weise. Wieso sind die Bosse so einfach? Muss ich ihn echt so oft treffen? Oh, stimmt, der hat Überstrahl. Mein Ei! No! Ach komm, jetzt wirklich? Oh. Okay, Eigenwerbung. Ja gut, Eigenwerbung, ja dafür kann man es machen. Aber ich glaube, den habe ich auch nur auf Mod-Ebene draußen. Das ist dann glaube ich... Ja, ich glaube, der Befehl... Für was bringt der Befehl eigentlich großartig? Man kann Leuten sagen, geht mal da und dahin. Aber... Das kann man eigentlich nur dann machen, wenn man die Leute kennt, sag ich mal, und weiß, dass sie streamen und dass sie, ja, dass man deren Streams theoretisch auch mag. Ist bei mir halt immer so schwer, weil ich halt nichts selber gucke an Streams. Ganz selten gucke ich mal bei ein paar Leuten rein, sag Hallo, aber das war's auch.
Auf einem Kanon wie meinem, wo reichlich regelmäßig qualitativ hochwertige Streams kommen, muss man das einfach kriegen. Ja. Wie gesagt, die Idee an sich verstehe ich, aber ja, mehr oder weniger halt nur. So, warum habe ich jetzt hier immer noch keine 5 Münzen? Die Münze muss ja quasi vor der Rutschpartie sein. So, ist die hier irgendwie im Gebüsch? Nein. Wo soll die denn sein? Irgendein alternativer Weg nach unten? Nö. Kann ich hier drauf hüpfen? Nee, kann ich auch nicht. Die muss ja dann eigentlich hier sein. Aber hier ist auch keine. Ah Mann. Ich kann den Level was? Really? Ist das euer Ernst? Ich soll den Level verarschen? Okay. Okay. Au. Okay. Ich brauche ein Ei. Ich brauche ganz schnell ein Ei. Au. Komm ich da wieder ran? Nein, komme ich nicht. Wollte ich gerade fragen, ob du eigentlich mal einer Follower bist. Du hast noch nie bei mir vorbeigeschaut, oder? Nee, habe ich nicht. Ich wusste nicht mal, dass du streamst. Streamst du? Das wäre mir gerade neu. Wie gesagt, entweder schaue ich Serien über Netflix und sonst was oder Animes oder ich gucke halt Videos von Hering. Also, warte mal, okay. Das war sogar wirklich so gewollt. Ich sollte wirklich hier rüberspringen, out of the box denken. Und dann hätte ich darüber zurückgehen sollen. Ja, okay, Moment halt, tschüss, ich will wieder hier lang. Einfach Level wenn. Nein, aber ich habe trotzdem einen Follower. Ja, entweder. Keine Ahnung. Bei einem Follower würde ich mir immer so Gedanken machen, ob das nicht irgendein Bot-Account ist. Genauso wie wenn irgendwer im Stream followt mitten in der Nacht und nichts schreibt. Ich meine, ich will nicht unterstellen, dass es ein Bot ist in dem Moment. Aber wenn man sich halt nicht bemerkbar macht in irgendeiner Weise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch ein Bot ist, recht hoch. Oh, scheiße. Das. Nee, come on. Das war doch jetzt. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Wow. Ist doch nicht wahr. Billy Hatcher. Die erste Frustration für kleine Kinder in Japan. Da wollen wir nun mit seinem Ei spielen und auf einmal, ja, geht die Welt unter. Nein, ich will mein Ei. Lass mir mein Ei. Nein, no, wow, 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 wow. Okay. Du brauchst, glaub, auch mal ein paar SF. Was? SF? Self-Follows?
Was? Was sind SF? SM würde ich kennen, aber SF? Sado Faso? Sado Laso? Lehre mich auf Musik. Was sind SF? Selfies? Selfies? Nee, lieber nicht. So, und jetzt mal direkt das Blaue einnehmen. Das Richtige. Lass mein Eier. Ruhe. Wir müssen mal die Katzen voll leiten, gewisserweise. Jetzt mein Ingo Schnups. Okay, ich wollte gerade sagen. Ja, ich weiß nicht, zum Schalter genommen muss. PK Freeze. Wieso spinnt das Ei eigentlich so bei einem Jump? Wieso gehen die Eier bei dem Springen eigentlich nicht kaputt? Es müssen Atomium-Eier sein. Atomium? Atom. Keine Ahnung. Granit. Insert any stone. Sing. Okay, und wir Boss-Time. Ich finde es aber schön, dass die gerade alle 100 Jahre angreifen und alle 100 Jahre irgendwie gerettet werden müssen. Anscheinend. Das ist aber ein Chamäleon, oder? Kann das sein? Achso, apropos, nee, das ist gar nicht der König. Das war der Typ aus dem ersten Level. Zweimal Schweifschlag und danach macht er die Hyperstrahldinger. Oh, er hat mein Ei getroffen. No. Er hat meinem einen Riss zugefügt. Okay, halt einfach. Es ist sogar okay. Es ist so geskriptet, dass er das macht. So oft. Dieses Soundgeräusche. Ach, so Soundfiles. Ja, nee, irgendwie. Okay, doch. Jetzt ging schneller. Also aus seinem Fail oder Applaus oder Sounds. Ja, nein, vielleicht. Theoretisch. Irgendwann mal bestimmt. Das Problem ist bei solchen Sounds, man kann damit zu viel Unsinn treiben, sag ich mal. In gewisser Weise. Eventuell, oh gut, ja gut, selbst wenn ich welche hätte, dann müsste ich halt einen etwas höheren Cooldown draufpacken. Also keine Ahnung, einmal alle 5 Minuten oder so. Also, oder alle 10 Minuten pro Person. Nicht, dass es dann irgendwann nachts, wenn ich mal, in einer Tour geht. So. Jetzt habe ich sogar eineinhalb Stunden oder so gespielt. Was habe ich gemacht? Ich habe Welt 2 abgeschlossen, storytechnisch. Und habe Welt 1, ja, 100% geholt. Keine Ahnung. Ja. Ja. Kennst du das, wenn du gerade so im Spielgefühl drinne bist? Aber eigentlich lieber was anderes machen willst auch, obwohl du eigentlich beides machen willst. Ich brauche zwei, drei Klone von mir, die aber ein Gehirn sich teilen.
Der eine geht arbeiten, der andere guckt Filme und Serien und der andere zockt. Den brauche ich vier, weil einer muss streamen. Kann dir dann eine Fick dich SF einreden. ja, wenn ich so einen Quatsch mal irgendwann mache, muss ich mal gucken, was ich da mache. Ein paar Sachen würden mir bestimmt einfallen. Übrigens, oh, Moment. Schau dir das mal einen kurz an. Ich glaube, ich habe heute was Tolles geschafft am Anfang des Streams. Ich habe den Donation-Dingens repariert bekommen. Das Problem ist, jetzt muss ich die anderen alle anpassen. Ich muss die jetzt alle irgendwie ein bisschen dingsen. Anpassen. Das Problem an der Donation war einfach nur, dass die Schriftgröße zu groß war. Wer hätte das gedacht? Und dann wird am besten noch ein GIF gezeigt, wo du die Mittelfinger hochschreckst. Ja. Das ist cool. Woran lag's? Ja, wie gesagt, es lag an Dingens, der Schriftgröße. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Schriftgröße von allen gleichmäßig mache. Damit es ein bisschen besser ist. Und eventuell muss ich das GIF ein bisschen kleiner machen, weil das ist ein bisschen groß, glaube ich. Im Verhältnis zum Rest. Wobei, machen wir mal nochmal einen Test. Bit. Und Spende. Spende. Bit. Ja, die Schriftart ist halt jetzt relativ klein. Im Verhältnis. Delay. I know. I forget it. Okay. La 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 la. Okay, das la la geht mir auf den Sack von dem Soundtrack, aber okay. Der Rest ist okay. Der andere Soundtrack. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt eine Pause mit Billy. Was sagt der Timer? 3, 5, 45. Gut. Ciao.